Wir ziehen ab. Sofort. Nach Osten. Im Osten ist eine Schlucht. Ihr müsst sie südlich umgehen. Du kennst den Wald? Ja, besser als alle anderen. Ich bin kein Deserteur. Ich kam in diesen Wald als Forscher. Als Reisender. Wie du, Outrider. Wir wollen hinter die Anomalie. Weiß nicht, ob wir zurückkommen. Aber wir bräuchten einen Führer. Scheiß Trepp. Das ist auch keine Vergnügungsfahrt hier. Doc, hab mich nie dafür bedankt, dass du mich aus dem Schlaf geweckt hast. Wusste nicht, ob du das wirklich als Gefallen siehst. Tja, ich bin dann doch lieber bei Bewusstsein, trotz aller Umstände. Viele denken anders. Aber du scheinst besonders gut für diese Zeiten gerüstet zu sein, Outrider. Was haben du und Jane da draußen getrieben, als ihr mich gefunden habt? Wir haben in den Ruinen Technik gesucht. Ich dachte, ich hätte schon den halben Planeten durchkämmt, aber kurz zuvor hatte ich alte Notizen meines Vaters entdeckt. Da schreibt er über die ersten Monate auf der Floris im Orbit über Enoch. Die verschobene Landung. Dass er Angst hatte, die Outriders runterzuschicken. Angst? Wie meinst du das? War doch klar, dass die Outriders zuerst runtergehen. Ja. Aber hätte sich der Planet als nicht bewohnbar erwiesen, hatte niemand geplant, euch zurück auf die Floris zu holen. Für euch war das eine Reise ohne Wiederkehr. Ja, ja. Das hat man uns nie gesagt. Überrascht mich aber nicht. Scheiße. Das erklärt, warum Maxwell unbedingt grünes Licht geben wollte. Die Story war jedenfalls neu für mich. Und ich wusste, um grünes Licht geben zu können, muss Maxwell eine Möglichkeit gehabt haben, die Floris zu kontaktieren. Einen Uplink. Es musste einer in der ersten Landekapsel sein. Wenn ich den finden könnte. Du hast es geschafft. Dein Koffer. Da drin ist Maxwells Uplink. Die letzte Hoffnung. Scheiß poetisch.
Jack Tanners Tochter, Sarah. Offenbar hat sie nach ihm die Führung der letzten Outriders übernommen. Sie war eine der wenigen, die sich wehrten, als die ECA die Outriders vors Kriegsgericht stellte. Sie hat vielen Outriders das Leben gerettet, aber danach ist sie spurlos verschwunden. Irgendwie ist sie in diesem Bunker gelandet. Laut dem letzten Eintrag ist sie in den Wald, um ihren Mann und ihren Sohn zu suchen. Ganz allein? Das konnte sie doch nicht lebend überstehen. Keiner von uns rechnete damit, das ihr Leben zu überstehen. Sie starb bei dem, wozu Outriders da waren. Beim Vorstoß ins Unbekannte. Sie hat den Dienst auf ihren zwei Beinen beendet, wie die Outriders zu sagen pflegt. Ihr stammt wirklich aus einer anderen Zeit. Diese Bailey, was für eine Type, hä? Wenn ich hier lang genug rumsitze. Hoffentlich holt mich einer ab, wenn meine Schicht vorbei ist. Achtung, tritt nicht in die Kotze. Schenk ein, hab Durst. Wie wär's mit was Neuem? Ich nenn's die Leberschleuder. Gar nicht mal schlecht. Du weißt, wo du mich findest. Ist schon okay, wenn du Angst hast und dich diesem Ziel nicht stellen möchtest. Verstehe ich das gute Ziel. Warum seid ihr hier? Diese Drecksfraktion werden. Niemand schert sich um die Probleme einer alten Dame. Niemand. Wer ist da? Pablo, bist du das? Nein, ich bin nicht Pablo. Tut mir leid, Schatz. Ich bin Atta. Die Welt ist hart und der Tag grausam. Ein paar Besucher haben mir neulich ziemlich zugesetzt. Ist dir kalt? Kann ich dir was anbieten? Nein, ich wollte nur... Nichts da. Die Suppe ist schon auf dem Herd. Ich hol dir welche. Suppe klingt richtig gut. Hier, bitte sehr. Vorsicht mit den Knochen, Liebes. Suppe wärmt die Seele doch. Ein Knochen kann dich töten, hm? Und ist das nicht typisch fürs ganze Leben? Diese Besucher. Was war mit denen? Ein junges Paar, Deserteure vom Krieg. Das junge Liebchen war schwanger. Ich konnte die zwei doch nicht frieren lassen. Ich versteckte sie vor den Behörden, ging Risiken ein. Und wie es immer heißt, die alte Atta ist viel zu gutmütig. Sie bestahlen mich. Nahmen meinen Ring, den Anhänger, das letzte, was mir von der Erde, von meinem Mann geblieben war. Sie soll nicht leiden. Ich will nur, was sie gestohlen haben. Dafür
gebe ich alles, was ich besitze. Warum nicht? Ich habe nichts Besseres vor. Der Typ ist doch total bescheuert. Irgendwas riecht vergammelt. Wenn sie dich hier draußen... Froh, dass es dir gut geht. Als du nach dem Kampf gegen den Veränderten verschwunden bist, war sogar Jakob besorgt. Der Gestank war ja schon schlimm genug, als ich das letzte Mal hier war. Aber auf Enoch gibt's nichts, was nicht noch schlimmer werden könnte. Das wird interessant. Bin dabei.
was haben wir denn hier? Ich hätte den Wald nicht erkannt, wenn du nicht gesagt hättest, dass wir schon mal hier waren. Danke. Wenn du nicht gewesen wärst. Du bist sicher nicht ohne Grund hier. Im Lager macht sich Panik breit. Hier trauert keiner um Skurlock, aber ohne das Gegengift können wir uns nicht mehr lange halten. Im Labor ist ein Vorrat. Wir haben nicht viel genommen. Ich weiß, ich habe bei Dr. Skurlocks Arbeit assistiert. Das reicht nicht lange. Aber vielleicht können wir etwas riskieren, was der Doktor niemals zu tun gewagt hätte. Lange war unser Kontakt zu den Leuten jenseits des Waldes von Verrat und Tod geprägt. Für das Gegengift brauchen wir einen ständigen Nachschub an Menschenmaterial. Doch eines gibt es jenseits des Walds wirklich mehr als genug, und zwar... Tote. Du schlägst einen Tausch vor? Leichenberge von Soldaten. Wir entnehmen Rückenmarksflüssigkeit und teilen das Gegengift. Nicht alle können vergeben, was sie getan hat. Ich weiß. Aber es wäre ein Anfang, um Wiedergutmachung zu leisten. Doch ein Problem gibt es noch. Der Saft des Tukabaums. Diese Zutat ist sehr schwer zu gewinnen. Thiago war der Einzige, der gewusst hat, wie. Aber nun ist er Teil deiner Gruppe. Das klingt interessant. Ich hätte dich nicht gebeten, Linda. Thiago, du hast doch den Saft eines Baums gesammelt als Zutat für Skurlocks Gegengift. Nicht irgendeines Baums, des Tokabaums tief im Wald. Wo er wächst, versammeln sich zahlreiche Kreaturen des Waldes. Fast so, als würden sie ihn beschützen. Such jenseits der Festung. Du erkennst den Tukabaum an seinem leuchtend blauen Saft.
Hier ist blauer Saft. Aber Juno braucht mehr. Tiago, du hast den Saft für Scarlocks Gegengift gesammelt, obwohl du die anderen Zutaten kennst. Ich konnte den Saft besorgen oder für Ken kämpfen und sterben. Es war das kleinere Übel. Wie bist du dann im Käfig gelandet? Durch August habe ich alle Seelen gesehen, die wir geopfert haben, um selbst zu leben. Ich wollte kein Teil mehr davon sein. Ich schwor, August zu retten und zu fliehen. Aber das hat wohl nicht geklappt, was? Bis jetzt. Bis du kamst. Tiago, wieso bist du überhaupt so ein Experte auf diesem Gebiet? Der Saft des Tukabaums enthält ein starkes Halluzinogen. Ich glaube, er ist das Tor zur Seele dieses Planeten. Nur ich konnte ihn trinken und nicht wahnsinnig werden. Und die Kreaturen des Waldes haben mich nicht behelligt, als ich ihn trank. Du saugst dir das einfach aus den Fingern, oder? Du musst es wohl selbst erleben. Na, ich glaube, die Drogentrip-Methode ist nichts für mich. Ich bin schon ausreichend verändert. Danke. Ich sollte meine Fähigkeiten nutzen.
Ich habe so viel Saft gesammelt, wie ich konnte. Danke. Hier wird sich wohl einiges ändern. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Danke nochmal, dass du den Saft geschafft hast. Das ist der Typ, den ich gesucht habe. Seine Freundin kann nicht weit sein. Das wird interessant. Bin dabei.